Bei mir steht Jens Seitenbusch, vielen noch bekannt, Gründungsmitglied, zweimal im Bundesvorstand und wir haben uns, glaube ich, kennengelernt auf der Gründung des Landesverbands Hamburg. Stimmt das? Ja, das kann sehr gut sein. Ich war ja auch tatsächlich mehrere Jahre im Bundesvorstand, sogar viermal insgesamt, wenn man es nachrechnet. Witzigerweise kennt einer kaum noch einer diese ganzen alten Geschichten, weil die ganzen Medien gar nicht mehr vorhanden sind. Genau, wir haben uns in Hamburg kennengelernt und damit begann ja in Hamburg auch mit dir sozusagen der Aufschwung des Hamburger Landesverbands. Ja, vielen Dank. Du hast dich ja so ein bisschen aus, sag ich mal, aus der Deutschlandpolitik zurückgezogen und bist jetzt mehr aktiv bei den Piraten international. Und da war ja auch eine wichtige Konferenz vor kurzem gewesen. Kannst du uns da ein bisschen über die Konferenz und deine Arbeit bei den internationalen Piraten berichten? Ja, klar. Man muss dazu sagen, ich habe auch schon früher in meiner Zeit als Vorstand immer die internationalen Dinge gemacht. Die PPI jetzt als Organisation ist aber erst vor 2 Jahren gegründet worden als offizielle Organisation und das ist eine Dachorganisation für alle Piratenparteien international. Da kann also, die hat insbesondere die Aufgabe eben auch zum Beispiel die Piratenpartei in Chile anzubinden, die vielleicht jetzt erstmal aus ein paar Leuten besteht. Und jetzt neulich in Prag war sozusagen die Generalversammlung dieser PPI, wo es da zum Beispiel darum geht, ein neues Board zu wählen, wo übrigens mit Gregory Engels, auch einer unserer internationalen Koordinatoren der deutschen Piratenpartei, jetzt als Vize-Chairman in diesem Board der PPI sitzt. Und es ging darum, zum Beispiel auch neue Piratenparteien anderer Länder aufzunehmen. Zum Beispiel die griechische Piratenpartei hatte einen entsprechenden Antrag gestellt und so weiter. Ich selber beschäftige mich im Moment derzeit sehr viel mit dem Aufbau bzw. der Vorbereitung eines Aufbaus einer europäischen Piratenpartei. Das ist eine ganz spezielle Variante, weil die eng verknüpft ist mit EU-Recht, was es schon gibt. Es gibt sozusagen von der EU Vorschriften, wie eine gewisse europäische Partei zu funktionieren hat. Man kann zum Beispiel jetzt als Beispiel nehmen die European Greens. Das ist so eine Art europäische Dachorganisation für grüne Parteien in den einzelnen nationalen Ländern der EU. Und sowas Ähnliches wollen wir eben machen, die European Pirates, weil man die EU-Parlamentarier, von denen wir ja jetzt schon 2 haben, die aus Schweden kamen, aus der Wahl 2009, nämlich den Christian und Amelie Andersdotter. Christian, wer ist da noch? Ich weiß, genau. Du meinst, wir verlinken das dann unten richtig im Channel. Genau, und sorry Christian. Das heißt, wir müssen ja auch mit Erfolg rechnen in 2014. Wir wollen ja Leute in das Parlament entsenden und wollen dann natürlich diese europäischen Abgeordneten auch andocken an die nationalen Piratenparteien und optimalerweise natürlich nicht nur an die, aus denen sie kommen, jetzt in dem Falle wären es die Schweden, sondern die anderen Parteien sollen natürlich und die restlichen Länder der EU sollen natürlich auch den Vorteil haben, dass sie teilhaben können, mitreden können, mit den Leuten diskutieren können und das einbringen können in das Europäische Parlament. Dafür ist sozusagen diese Organisation jetzt gedacht. Ja, ich meine, ohne Übertreibung kann man ja sagen, dass die deutsche Piratenpartei die erfolgreichste von allen Piratenparteien ist. Obwohl in Schweden die Piratenpartei ja gegründet wurde und die Schweden sind ja sehr erfolgreich im Europaparlament, aber leider nicht im eigenen Land. Wo siehst du da die Probleme? Wo ist Deutschland Vorbild? Wo ist Deutschland der Motor? Und warum hat die schwedische Piratenpartei es nicht geschafft, im eigenen Land so erfolgreich zu werden wie die deutsche Piratenpartei in Deutschland? Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Unterschiede, sowohl struktureller Art als auch nationaler Art natürlich. Die Schweden hatten ja diesen sehr schnellen Forschenaufbau durch RIK, der das gegründet hat. Dann haben die zum Beispiel auf Mitglieder aufgenommen per SMS. Die haben gar nicht diesen ganzen Unterbau, den es in Deutschland unbedingt braucht für eine Partei. Man kann sagen, wir haben lange Zeit Grundlagen geschaffen, langsam, zäh, auch gemäß unserem Parteiengesetz und sind sozusagen dann umso stärker hinterher explodiert, kann man das schon fast sagen, heutiger Zeit. Bei den Schweden war es sozusagen so, dass sie sehr schnell, sehr groß waren, damit auch den Erfolg in 2009 hatten, sie aber leider dann versäumt haben, das auf nationaler Ebene zu festigen, weil sie zum Beispiel dann direkt sozusagen diese nationale Wahl hatten, wo sie dann unter 1%, glaube ich, sogar waren, enttäuschenderweise. Bei uns ist es ja so, wir haben wirklich in kommunalen Parlamenten, dann in Landesparlamenten sozusagen ein etwas organischeres Wachstum in der Breite von unten nach oben, was dann eben auch weniger anfällig ist dafür, dass es sozusagen sehr viel stärker abknickt, wie es jetzt in Schweden vorläufig so ist.
Ein Aspekt ist natürlich auch, dass die Piratenpartei in Schweden sehr stark von ganz wenigen Leuten dominiert wurde, nach wie vor, das war ja wirklich so, und dass die auch immer ganz klar diese harte Themenpartei verfochten haben. Es war sozusagen quasi verboten, über andere Themen nachzudenken. Das war in Deutschland immer schon anders. Wir haben ja uns schon gegründet als weiche Themenpartei, sodass wir einerseits sowohl uns ausweiten konnten, was wir jetzt ja auch schon erfolgreich in vielerlei Hinsicht gemacht haben, und wir hatten den Vorteil, dass wir aus meiner Sicht mehr Leute schon am Anfang ins Boot geholt haben, und deswegen war die Partei nicht so abhängig von einzelnen Personen und konnte deswegen aus meiner Sicht auch in diese Breite so erfolgreich wachsen, wie wir das jetzt gesehen haben. Du bist ja auch Mitbegründer der Gruppe 42. Kannst du uns kurz erläutern, worum es in der Gruppe geht und inwieweit du dich dort engagierst? Die Gruppe 42 ist ursprünglich eine Gruppe gewesen, beziehungsweise es waren mehrere Gruppen, die sich überlegt haben zu gründen, die sich dann zusammengetan haben, namentlich von Andy Popp, der das sehr stark vorbereitet hatte, und ich bin dann sozusagen da mit ins Boot gegangen. Es geht darum, eine qualifizierte Weiterentwicklung auf bestimmten Themen, die für uns gründungsstiftend waren, zu gewährleisten über die Jahre hinweg, weil wir eben das Gefühl... Kannst du die Themen einfach mal nennen? Ja, das ist natürlich letztendlich Überwachungsstaat, die ganze Privatsphäre, Datenschutz-Ding und eben auch digitale Rechte im weitesten Sinne, wozu Urheberrecht... Freiheit im Internet? Freiheit im Internet, all dieses gehört. Und Patentrecht, glaube ich auch, ne? Ja, also das, was vulgo von den Leuten als geistiges Eigentum eingefangen wird, was eben ein problematischer Begriff ist, das ist ja auch einer der Streitpunkte, die immer dahinter steht. Kurz gesagt, Markenrecht, Patentrecht und Urheberrecht werden zusammengefasst. Beim Markenrecht sind wir ja gar nicht, haben wir gar keinen großen Änderungsbedarf, aber Urheberrecht und Patente sehr wohl. Diese Themen, haben wir das Gefühl gehabt, sind ein bisschen in den Hintergrund getreten, natürlich durch die Erweiterung. Wir sind aber auch unzufrieden gewesen damit, dass sich da keine qualitativen Fortschritte, die auch von uns zu Recht eingefordert werden, zum Beispiel von unseren befreundeten anderen Organisationen, die mit uns jahrelang zusammengearbeitet haben im Bereich Datenschutz, Privatsphäre und Ähnlichem, dass sich das nicht so weiterentwickelt hat. Und wir wollen nicht alles selber machen, das ist nämlich nicht der Witz bei Gruppe 42, obwohl es eine Art Interessengruppe ist, sondern wir wollen insbesondere auch alle Leute, die in der Partei sich daran interessieren, egal ob sie das in der Gruppe 42 tun oder außerhalb, so ein bisschen so vernetzen und auch sozusagen das erschließen, das Potenzial, damit wir zum Beispiel für so einen Bundesparteitag wie heute sagen können, hier gibt es eine Handvoll Anträge zum Datenschutz, tut euch doch zusammen, dann haben wir vielleicht einen starken Antrag, der auch eine Mehrheit kriegt, sowas zum Beispiel. Ja, inwieweit hältst du es denn für realistisch, dass die Piraten international eine gemeinsame Außenpolitik, sag ich mal, für Europa oder für die Piratenparteien weltweit beschließen würden? Das europäische Problem ist natürlich ein schwieriges, weil wir faktisch, dadurch, dass wir nationale Parteien haben, in gewisser Weise das gleiche Problem haben, wie die europäische Einigung als solche hat. Und die Länder müssen sich einigen. Sie müssen sich zum Beispiel ja jetzt aktuell einigen über so Sachen wie Finanzschirme, aber sie müssen sich auch grundsätzlich einigen, wollen wir stärker europäisch integrieren, politisch oder auch nicht. Vor ähnlichen Problemen stehen eigentlich auch die Piraten. Sie müssten sich in jedem Land natürlich zum Beispiel zu bestimmten Positionen auch durchringen, auch bei der europäischen Einigung, um dann überhaupt erst gemeinsam zum Beispiel ein Standing für Außenpolitik oder sowas zu haben. Im Moment sind wir da bescheiden und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir in den Ländern sozusagen erstmal gucken, welche Positionen zum Beispiel in Tschechien oder in Deutschland, was weiß ich, zu bestimmten Themen dann sind. Und wenn die in allen Piratenparteien Europas tatsächlich ähnlich oder gleich sind, dass wir diese Punkte dann tatsächlich als ein gemeinsames europäisches Programm feststellen und kommunizieren. Aber in welchen Themenbereichen wir da sozusagen große Übereinstimmung oder auch extreme Differenzen haben, wird sich dann erst zeigen. Was ist der Unterschied zwischen den Piraten ohne Grenzen und den Piraten international? Oder ist das dasselbe? Nein, man kann sich die Piratenpartei International als PPI so ein bisschen als eine Auffangorganisation für die gesamte weltweite Piratenbewegung vorstellen, die auch einerseits ein bisschen langfristig schlagkräftig auf internationaler Ebene sein will, aber insbesondere auch ein Auffangbecken ist für Leute, die egal auf dem Globus wo sich der Piratenbewegung irgendwie anschließen wollen und ansonsten vielleicht in ihrem Land noch nicht so viele Leute zusammen haben und Unterstützung brauchen oder eben auch mal andere Piraten kennenlernen wollen.
Die Piraten ohne Grenzen hingegen ist quasi eine Partei für Piraten, die sonst in keiner Partei sind, sei es eine nationale oder sonst wie, die auch wiederum die Möglichkeit bietet, organisiert zu arbeiten und auch Treffen zu machen, die ist aber nicht primär dafür da, jetzt sozusagen eine nationale Partei zu ersetzen. Das sind verschiedene... Mehr Leute. So eine Arbeitsgruppe. Ja, es ist mehr so eine Gemeinschaft. Die konkurrieren faktisch nicht. Genau genommen haben die Piraten ohne Grenzen als loser Zusammenschluss sogar Beobachterstatus in der Pirate Parties International. Die Pirate Parties International hat wirklich ein Board und hat einen Schatzmeister und all diese Dinge. Die Piraten ohne Grenzen sind dann nicht so formal, sondern sie sind sozusagen eher so inklusiv, integrativ tätig in der Hinsicht. Ja, die beiden schwedischen Piraten im Europaparlament sind ja in der grünen Fraktion, wenn ich da richtig informiert bin. Inwieweit passen Sie denn da rein? Arbeiten Sie mit den Grünen zusammen? Und wird denn angestrebt, eine eigene Piratenfraktion zu bilden oder wird angestrebt, innerhalb dieser grünen Fraktion mehr Piratenthemen einzubringen? Ja, da muss man vor allem erstmal sagen, wenn man sich mit dem Europäischen Parlament auseinandersetzt, eine Fraktion in einem Europäischen Parlament ist etwas anderes, als man sagen würde, eine Fraktion in einem Bundestag. Man muss sich vorstellen, im Europäischen Parlament sind ganz unterschiedliche Parteien verschiedenster Couleur. Es gibt auch nicht in jedem Land sozusagen an sich eine Partei wie hier die Grünen 1:1. Da gibt es eben eine ganz andere Parteienlandschaft, meinetwegen in Rumänien. Die haben eben eine ganz andere Struktur. Trotzdem ist es auf europäischer Ebene im Parlament so, dass die sich zu Blöcken zusammenschließen, die aber letztendlich nur eine Gemeinschaft der Abgeordneten aus den verschiedenen Ländern der Parteien sind, die sich auf verschiedene Bereiche geeinigt haben. Es ist also nicht so, dass sozusagen die Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament einfach nur die Gemeinschaft aller grünen Parteien, aller europäischen Länder ist. Und insofern ist es auch richtig, dass die Piraten damals mit allen Fraktionen Verhandlungen gemacht haben und sich dann einfach der Fraktion angeschlossen haben, die die beste Übereinstimmung oder Potenzial für sie gegeben hat. Da gibt es eine sehr große Zusammenarbeit, weil das Europäische Parlament auch sehr arbeitsteilig insgesamt funktioniert. Zum Beispiel Berichterstattungen über bestimmte Prozesse werden mal an denen, mal an jenen vergeben. Lustigerweise, was wenig Leute wissen, bestimmte Gesetzesvorhaben oder Entscheidungen werden in gewisser Weise wie auf einem Basar an bestimmte Fraktionen vergeben, mit einem bestimmten Punktesystem, also, das man bieten kann. Das ist kurz einkrätschen und dann beschließt der Fischereiausschuss mal die Vorratsdatenspeicherung. Ist das so mit Basar gemeint? Nee, es ist eher so gemeint, sozusagen zum Beispiel die Europäische Konservative Fraktion hat, dadurch, dass sie so viele Mitglieder hat im Europäischen Parlament, hat die so ein hohes Punktekonto, dass wenn irgendein Gesetz zur inneren Sicherheit reinkommt, beziehungsweise ein Beschluss vorbereitet wird, dann können die mit ihrem riesen Punktekontingent, können die sagen, wir schnappen uns das und kleinere Fraktionen können die nicht überbieten, es sei denn, sie haben ganz lange sozusagen Punkte angesammelt, um zu gucken, dass sie das überbieten können. Das ist ein bisschen kurios und wie gesagt, einer der Gründe, warum wir ins Europäische Parlament wollen, ist natürlich auch diese ganzen Demokratiedefizite aufzuarbeiten und überhaupt erstmal sich da reinzuarbeiten. Weil es einfach unheimlich viel zu tun. Aber wie gesagt, die beiden schwedischen Piraten sind sehr aktiv. Das Problem ist generell, dass in den nationalen Medien und auch bei den Leuten vor Ort natürlich sehr wenig qualifizierte Informationen aus dem Europäischen Parlament rüberkommt. Das ist auch ein großes Problem aus meiner Sicht. Darf ich dich nochmal fragen, warum du Pirat bist? So 2-3 Sätzen. Kannst du das definieren? Es reicht eigentlich ein Satz. Ich bin damals Pirat geworden, weil ich den Weg in die Überwachungsgesellschaft verhindern will. Ich sehe das als die größte Gefahr für unsere Demokratie und ich wollte nicht mit 50, 60, 70 Jahren dastehen und von jüngeren Leuten gefragt werden, warum hast du da nichts gegen gemacht, Jens, damals, als du es schon abgesehen hast. Vielen Dank. Ich danke dir für das Interview. Ja, keine Ursache. Vielen Dank. Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ach, Sir.